Wir machen alles richtig. Ja, es läuft ganz gut. Ja. Ach so. Tag allerseits und willkommen zurück beim Freunde fürs Leben Bar Talk mit Nora Tschirner. Wir sind bei Teil 3 angelangt. Der dreht sich um mentale Gesundheit. Und wir haben im ersten Teil schon über The Mopes gesprochen, die Serie, in der du jetzt neu aktuell zu sehen bist. Und da hast du schon gesagt, du hast eine persönliche Berührung mit dem Thema, eine persönliche Erfahrung. Und die ging schon sehr, sehr früh los. Die Beschäftigung damit schon mit 16. Ja, also es gibt sozusagen zwei Spuren in meinem Leben, auf denen ich persönlich damit zu tun hatte. Die eine hat mit einer, bei der einen denkt man, dass sie, glaube ich, mehr mit einer Identität zu tun hat von mir, nämlich die, wo ich selber depressiv war und geworden bin. Aber die viel stärkere Identitätsseite ist eigentlich die, wo ich mich mit 16 angefangen habe, dafür zu interessieren und das im Unterricht besprochen wurde, dass das sich so entwickeln wird, dass die Zahlen explodieren werden, was diese Themen angeht, mentaler Gesundheit. Damals stand da irgendwie, weiß ich nicht, so 10 Punkte und auf Platz 1 war, was weiß ich, Verkehrsunfälle oder Herzinfarkte, ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwo stand dieses Depressionsding, das hatte ich noch nie gehört, ich wusste nicht, was es sein soll und wir gingen da auch so ein bisschen drüber hinweg. Das war so, ja, und dann diese psychischen Erkrankungen, das wird immer mehr werden. Das hat so eine, also ich war, und dann war das aber auch beendet als Thema in dem Biounterricht, sondern es war einfach klar, das wird jetzt die nächsten 10, 15 Jahre hochrutschen auf Platz 1. Und ich war, ich meine, das ist jetzt ja auch mal so 25 Jahre her, völlig irritiert davon, dass wenn man das jetzt schon weiß, also das, für mich wirkte das, als ob jemand sagt, es wird in 25 Jahren oder in 15 Jahren ein Meteorit auf die Erde stürzen. Punkt. Aber jetzt keiner sagt irgendwie, oh, dann sollten wir vielleicht mal anfangen, ein Raumschiff zu bauen, wie Donnerstagabend Sat.1, was dann den abfängt und da irgendwie ein Schutzschild oder irgendwie so. Das war so. Jo, ich habe gedacht, das kann doch nicht, wir müssen doch irgendwas machen. Wusstest du ja da schon, dass es keinen Impfstoff dafür gibt Genau, und ich oder dachte aber, gab? 15 Jahre klingt mir irgendwie wie eine faire Zeit. Also ich weiß ja jetzt nicht so in 2 Minuten, gut, ich nehme noch eine Salzstange und dann ist gut, sondern 15 Jahre oder so, ist doch, man kann doch was machen. Ich habe nicht verstanden, ich verstand überhaupt nicht, wie das, also das hat mich jedenfalls gepackt, das Thema erstmal so. Und dann hat es mich 2 Jahre später leider auch zum ersten Mal privat gepackt. Mehr als ich jetzt Praktikum machen wollte in dem Thema. Also ich hatte mir eigentlich eine Projektarbeit vorgenommen. Also ich habe mich dann auch nicht dauernd damit beschäftigt, aber ich weiß, seitdem war das auf meinem Schirm. Und mit 18 habe ich dann so eine erste, wo ich heute sagen würde, depressive Episode gehabt. Das habe ich aber natürlich so nicht gecheckt. Ich merkte nur, dass ich mich anfing, auf eine sehr düstere und apokalyptische Art zu fühlen und auch zu äußern in meinem Umfeld, und sah so in den Blicken meiner liebsten Personen, dass die so das sehr bedrohlich fanden, wie ich drauf war. Also ich weiß, dass ich das als sehr düstere Episode empfunden habe, aber ich hatte null irgendwie eine Vorstellung, dass das jetzt eine Depression sein könnte oder so. Ja? Und ehrlich gesagt muss man im Nachhinein auch sagen, vielleicht war das auch, es war definitiv eine depressive Phase, aber was da jetzt die Grundlage war, ich meine, es kann natürlich auch eine, in der Pubertät werden ja auch viele Sachen umgestellt im Körper und so. Und es gibt ja dieses Teenage-Anxiety-Ding nicht umsonst auch und so. Ne? Ist aber auch wurscht. Also das war auf jeden Fall eine heftige Phase, wo so eine innere Isolation schon spürbar war. Und dann ging das halt so ab mit MTV und Drehen und Hopsasser. Und natürlich, was hilft, ist, wenn du in einem System bist, was, also im positiven Sinne, was dich auch hält, erstmal so. So ein Dreh, der geht durch, du hast deine Zeiten, da muss das gar nicht so unbedingt so spürbar werden. Beziehungsweise vielleicht war es, ich überlege manchmal, ob das das vielleicht dann auch gar nicht war. Also ich war, vielleicht war es, gab es gar nichts Schlimmes zu spüren an dem Zeitpunkt, weil als ich zum Beispiel Sternfänger gedreht habe und wir da irgendwie 8 Monate am Set am Bodensee waren und eine tolle Truppe waren, ich glaube, da ging es mir wahrscheinlich wirklich gut. Genau, weil das ein Punkt ist, wo ich auch hingehöre. Ich sage jetzt nicht unbedingt am Set, aber eine gut funktionierende, liebevolle, leichtfüßige, beschwingte Gruppe, die gemeinsam so eine Tage wuppt, egal wie. Ja? Also einfach durch die Zeit miteinander geht. So. Und dann kam das eigentlich immer nur mal so hochgeploppt. Und das hatte immer was mit so einsamen Zuständen zu tun. Und diese einsamen Zustände hatten bei mir aber mit zu tun, dass ich schon sehr einen ziemlichen Funktionsfetisch hatte. In allen Bereichen. Also ich wollte immer sehr lustig sein, wenn ich gerade lustig sein musste. Und ich wollte aber auch im Privatleben Sachen gut machen immer.
Und ich wollte auch zu Freunden, ich hatte Freunde eigentlich immer, aber ich wollte zu denen nicht hingehen mit Problemen, weil ich denen nicht zur Last fallen wollte und wollte eigentlich diese Probleme, wenn ich welche hatte, immer erst zu einer bestimmten Prozentzahl, zu einer sehr hohen Prozentzahl geklärt haben in mir, bevor ich denen davon erzählt habe. Das heißt, die haben immer nur die fertig geklärten Kämpfe in mir mitbekommen. Das funktioniert natürlich lange. Funktioniert lange, ist aber gleichwohl sehr energieraubend. Also wenn du auf der einen Seite nur abliefern willst und nur Sachen mit dir selbst ausmachst, dann kannst du die Uhr danach stellen. Macht's irgendwann total, Problem. Genau. Ja. Aber das war mir eben damals überhaupt nicht klar. Heute merke ich auch, dass ich sehr viel mehr Tagesfreizeit zur Verfügung habe, seit ich das nicht mehr mache. Aber das hinterher ist man immer schlauer. Aber was natürlich, also es ist ja jetzt mal Spaß beiseite, wirklich ein Problem, was ich bei vielen Leuten sehe und was ich auch für ein gesellschaftliches Problem halte, dass wir eben nicht dazu animiert werden, wenn wir auf die Welt kommen und alles, das ganze Skillset noch haben als Menschen, nämlich Angehörige einer sozialen Rasse und nicht einer Einzelgängerrasse, uns zu verbinden, das auch zu können, in Kontakt zu gehen, um Hilfe zu fragen. Das ist ja alles in uns angelegt und total da. Und auch zu sagen, oh, ich habe ein Bedürfnis, ich kümmere mich da frühzeitig rum. Ich sage erstmal, dann sage ich, und irgendwann sage ich, gib mir die verdammte Milch oder ihr platzt der Mund. Also es ist ja nicht so, dass ein Kind auf die Welt kommt und kann seine Bedürfnisse nicht äußern. Erstmal, wir sind ja die Menschen, die die Bedürfnisse sind und äußern können. Das ist ja, das Skillset ist da. Und dann bauen wir da aber nicht weiter drauf. Wir bauen nicht weiter auf, okay, und pass auf, und jetzt lernen wir Sozialisierung, jetzt machst du noch, dass du dem Mark da hinten jetzt nicht ständig die Schippe über den Kopf haust oder sonst was, aber du versuchst trotzdem, dass wir oft Gruppe sind. Natürlich hat man es im Kindergarten so ein bisschen, aber das, was man da lernen muss an Sozialisierung, nämlich auch wie Konflikte miteinander auszustehen, Konflikte in sich selbst, Gefühlsmanagement, Impulskontrolle, aber auch Gefühle ausleben und so. Das ist etwas, was wir kaum, was auf dem Lehrplan einfach gar nicht draufsteht. Ja. Auch dann später nicht. Ne? Und dann geht halt nochmal dieses Ding los, dass du eigentlich bist ein Mensch, der hat ein bestimmtes Talent. Jeder hat irgendwas, was er in der Herde gut leisten könnte, eine Position, die er gut erfüllen kann. Und dann gehen wir durch ein Schulsystem, was behauptet, ist ja schön und gut, aber ihr müsst alles Gleiche können. Das evolutionär überhaupt gar keinen Sinn macht. Das ist kompletter Irrsinn so. Das hörst du dir 10 Jahre an. Und keiner sagt, boah, bist du ein geiler Mammutjäger, sondern alle sagen, du, Sunny, was ist denn mit den Kochen eigentlich? Also wie du schon wieder Zwiebeln geschnitten hast, das ist einfach, sorry, das ist eine 6. Irgendwann wird das ja alles so ein Brei und du hast immer nur mit Defiziten zu tun. Also ich glaube, das trifft den einen stärker oder den anderen schwächer, aber ich glaube, das ist einfach ein Murks-Kack-System ist von Anfang an. Und wir achten nicht darauf, wir bringen Kindern bei, super früh alleine zu schlafen. Als ob das irgendeinen Sinn machen würde, wenn ein Baby alleine in einem Wald liegt, ist es einfach tot. Und die Natur weiß das. Sie baut dem auch ein, dass es das weiß, weil es sich dann selber vielleicht zurückziehen kann und so. Und das sind so Sachen, wo man so denkt, wohin trainieren wir denn hier eigentlich? Gibt es irgendeinen Geheimplan von einem Atomangriff, wo nur Kakerlaken und Säuglinge überleben, sodass schon jedes Säuglingsding ein Multifunktionstool sein muss, um dann irgendwie die Rasse auf einem anderen... Ich verstehe nicht, was der Plan ist. Warum üben wir, warum verstehen wir nicht, dass wir um ein Feuer zusammen gelegen haben und gekuschelt haben und dass das Menschen sind, sondern versuchen die ganze Zeit zu sagen, ja, das Kind schläft immer noch nicht an seinem eigenen selbstgebauten Feuer mit nunmehr 2,5 Jahren. Wofür wir sind, wir haben die Spezies verwechselt. Das halte ich für ein Grundsatzproblem. Und da drin war ich sehr, sehr gut. Also ich war sehr, sehr gut im Kooperieren und in diesem Aha, das ist das System, was wir leben, das, okay, dann ist das so, dann möchte ich gut mitmachen und ich möchte das gut unterstützen dann, wenn das so ist, war ich extrem gut. Und ich glaube, das ist das, was dann eskaliert, weil es einfach ein Bullshit-System ist. So. Also, da mache ich keinen Vorwurf, ne? Das ist, hat halt keiner sich extra ausgedacht. Aber ich glaube, das ist das, was vielen Leuten passiert. So. Du hattest dann... Ganz kurz übrigens, was ich noch spannend finde, mir ist ein... Ich habe da jetzt gerade neulich mit jemandem drüber geredet, dass das dann noch oft so ist, dass Wut so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, gerade bei Mädchen natürlich auch. Mhm. Und wenn du die Wut aber nicht ausleben kannst und integrieren lernen kannst, ist es ganz oft so, dass es in Depressionen auch geht. Ja. Und ich war kein besonders wütendes Kind. Ich glaube, ich habe das relativ früh verloren, weil ich gemerkt habe durch meine Umwelt, das ist jetzt ganz speziell nur meine Eltern, sondern die Atmosphäre, in der ich gelebt habe, auch schulisch oder sonst was, war, das sehen wir hier nicht gern.
Das ist, muss aber ein ganz gern gesehenes Gefühl sein, weil es unfassbar wichtig für die Entwicklung des Menschen ist. Und damit meine ich nicht, hau dem mal eine drüber, sondern sei wütend, wenn was nicht stimmt. Und wenn du das nicht hast, sucht sich der Organismus auch was anderes. Ne? Und ich glaube, das ist auch viel passiert. Ich habe meine Wut erst mit, auch mit ungefähr 30, eigentlich schon nach der Klinik tatsächlich, habe ich zum ersten Mal jemanden getroffen, der meiner Wut so begegnet ist, dass ich plötzlich zum ersten Mal richtig wütend sein durfte. Und seit ich die integriert habe, ist total viel passiert. Also im positiven Sinne. Das ist sehr viele Themen angeschnitten, aber nur gut. Was hat den Klinikaufenthalt zuvorderst ausgelöst? Was meinst du? Na, also die Chronologie war eben diese mit 18, ne, gab es eine heftige Episode. Dann gab es immer mal, würde ich heute sagen, einfach super viele einsame Momente, die ich aber nicht... Damit meine ich nicht, dass man nicht auch alleine in einem Raum sein können muss, auf jeden Fall. Ich bin total gern allein. Aber wo man wirklich merkt, man ist mit sich und mit den Themen allein, weil man keine Anlaufstelle, man wüsste nicht, zu wem man gehen sollte mit der Dimension der Probleme, die man hat. Und lässt es dann. Und findet auch, man hat kein Recht, dahin zu gehen. Und das war immer, immer Thema. Aber ich war halt sehr, sehr gut lange im das mit mir selber abmachen. Dann gab es Mitte 20 einen Einschnitt, wo ich das hatte, was man heutzutage, nicht mehr zum Glück, aber damals ein Burnout nannte, was Kokolores ist, weil natürlich ein Burnout immer eine Depression auch ist. Ja. Aber halt geiler klingt in der Leistungsgesellschaft, wenn du nur wer brennt, kann verbrennen. Yes. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal in Psychotherapie begeben, habe aber immer noch gedacht, das ist ein vorübergehendes Ding. Ich habe mich einfach übernommen, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich weniger arbeite oder so. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie viel mehr ich meine Lebensführung umstellen muss. Generell nicht nur, was die Arbeit betrifft, sondern dass ich Verbindung brauche. Dass ich lernen muss, mich mit mir selbst und mit anderen zu verbinden. So. Mhm. Das habe ich da schon viel, aber ich glaube, dass ich es geschafft habe, mich bis einem bestimmten Punkt dann endlich wieder mit mir zu verbinden, was ich bis 25 komplett verloren hatte. Also ich war null im Kontakt mit mir, würde ich im Nachhinein sagen. Es war wie so ein Schlaf. Ich konnte nicht wissen, wer ich war, wusste nicht, wer ich bin. So. Und damit hat mich Mitte 20 eine Freundin konfrontiert, die gesagt hat, ich habe das Gefühl, in dir gibt es eine Tür, die ist zu, da komme ich nicht rein, aber ich habe das Gefühl, du kommst da auch nicht rein. Und ich glaube, ganz viele Leute hatten diesen Versuch schon unternommen, irgendwie mir einen Hinweis zu geben und ich wusste nicht, was die, also es war so ein, was? So. Und diese Formulierung traf mich komplett ins Mark. Und ich habe plötzlich gewusst, es gibt diese fucking Tür und ich kriege diese Tür nicht mehr aus dem System. Was ist in dieser Tür? Und dann ging das erst los, dass ich total Angst bekommen habe und merkte, die hat recht. Und es stand plötzlich ein Ausrufezeichen im Raum. Und das hat gemacht, dass ich in Therapie gegangen bin. Und davor hatte ich eine Riesenangst. Und das war dann ganz, ganz toll. Da war ich ganz lange. Wieso hattest du da so Angst davor? Ja, weil plötzlich ist es halt, du siehst die Kellertür und irgendjemand sagt zu dir, oh, darf ich mal lieber nicht reingehen? Da geht es ja sofort um alles. Da kann ja da drin der Axtmörder oder sonst was. Also ich hatte das Gefühl, es gibt eine Welt in mir, die überhaupt nicht, wo keiner war, wo wenn ich da reingehe und da lost werde, ich nie wieder rausfinde, weil die erstens viel zu groß ist. Ich dachte, aber es war nicht so gruselig, wie ich dachte. Aber ich dachte, es ist ganz schwer wirklich zu beschreiben, aber es war so, als ob ich wirklich die Büchse der Pandora öffne. Wenn ich da reingucke, habe ich nichts mehr mit der Person zu tun, die ich vorher war. Ich werde so krasse Angst kriegen. Aber das ist, also es klingt immer so, Angst klingt so, es passiert was und dann bist du so am Zittern oder sowas. Aber die Angst, für die man dann hat, du hast das Gefühl, dein ganzes wirklich System würde sich auflösen, also in Moleküle irgendwie so. Also hatte ich das. Es ist schwer zu beschreiben. Aber es ist eine Beschreibung, die ich total nachvollziehbar finde und die man auch in Abwandlungen dergestalt hört, dass Leute eher Angst haben, zu viel in der Therapie zu entdecken, zu viel Schlimmes, als die Hoffnung, vielleicht sogar den festen Glauben daran, geheilt zu werden. Ja, weil du hast ja gar keine Baseline für was geheilt sein heißt. Ja, das ist es, ja. Du kannst ja nicht sagen, boah, ich will mich wieder fühlen wie damals. Mhm. Erstmal kannst du das nicht sagen, jedenfalls bevor du in Therapie gehst nicht. Interessanterweise passierte genau das in meiner ersten Therapiestunde, dass meine Therapeutin damals fragte. Und das war die Schlüsselfrage. Letztendlich alles, was ich danach gemacht habe, es war mir nicht so bewusst, aber alles, wo mein Leben heute ist und warum es gut ist, ist, weil ich an diesen Punkt zurückgekehrt bin. Die hat gefragt, wann warst du als Kind am entspanntesten? Und ich hatte sofortige Assoziationen, jeder hat eine sofortige Assoziation, in welchen Situationen
hast du dich als Kind entspannt gefühlt? Und bei mir war das ganz klar, immer wenn ich mit Tieren war, es gab keine Erwartung, das war so bewegend für mich. Und immer wenn der Fokus nicht auf mir war. Also wenn ich irgendwo gelegen habe und meine Eltern haben noch gequatscht oder die hatten Gäste und ich habe so auf der Bank so gemümmelt, die haben gequatscht und das Leben lief so, ohne dass ich was musste. Das waren diese zwei Situationen. Und das ist natürlich für jemanden, der A, keine Tiere hat und ich sage es jetzt mal ganz banal, aber so und komplett im Fokus steht, wann die Marschrouten, hätte man sagen können, noch relativ klar. Aber das war sozusagen das, wo ich mich erstmal hin zurückerinnern musste, als Baseline von, wie bei so einem Lügendetektor-Test, wann ist es, wann sagst du gerade die Wahrheit? Wir fragen erstmal, wie heißt du, Markus? Aha, und so. So war das, so da, so muss ich das wieder anfühlen. Das hast du ja komplett verloren. Du weißt ja gar nicht mal erstmal, bevor dich das jemand fragt, was heißt denn, dass es mir gut geht? Du glaubst ja gar nicht daran. Das ist wie so ein Werbeversprechen, wo du überhaupt keinen Zugang hast. Mhm. Was heißt, dass du Freude empfinden kannst? Zu dem Zeitpunkt denkst du meistens schon Freude empfinden. Alter, das ist doch eine fucking Propaganda. Noch nie hat ein Mensch Freude empfunden. Die sind einfach alle nur nicht ehrlich. Du hast ja gar keinen... Deswegen weißt du nicht, in welche Kasse du einzahlst. Und deswegen ist die einzige Kasse, die du dir vorstellen kannst, es könnte noch schlimmer werden, als es jetzt ist, nur dass ich dann gar keine Kontrolle mehr darüber habe. Dass ich einfach völlig im Weltall alleine umhertreibe. Jetzt bin ich auf dem Planeten Welt allein, ist schon schlimm genug, aber dann bin ich einfach in der Galaxie. So, und das überlegst du dir natürlich gut. Weil du denkst nicht, ich springe jetzt ab und dann lande ich einen Meter weiter und da stehen ja die ganzen Menschen und ich verbinde mich mit denen. Das ist nichts, du hast nicht wirklich, dir ist nicht klar, wohin du springst. Mhm. Und das macht diese auch bei älteren Generationen, diese totale Angst aus, glaube ich, in Therapie zu gehen. Es ist eine, weil man manchmal denkt, oh, der müsste einfach mal in Therapie. Es ist nicht einfach. Man springt in den Tod gefühlt, weil man nicht weiß, was da kommt. Ja. Es ist eine komplett existenzialistische Angst. Deswegen habe ich totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich traue mich das nicht. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung mit allen, die in Therapien gegangen sind, es wird immer sofort besser. Also nicht sofort besser, besser ist es weg, sondern Der Moment, wo du merkst, du hast Boden unter den Füßen, weil da überhaupt schon jemand ist, kommt relativ schnell. Dann geht die Arbeit erst richtig los. Aber dieses ins Ungewisse springen ist halt wie wenn du vom 10-Meter-Sprung springst, eigentlich auch erstmal ganz kurz nur. Und du landest nicht im Weltall. Wo war der Schlüssel in deinen Therapien, wo du das Gefühl hattest, das ist der Kniff, nachdem ich mir jetzt ernsthaft denke, es bessert sich? Ich glaube, als ich beschlossen habe, anzuerkennen, dass ich lieber mich ernst nehmen will als Angehöriger einer Tierart, die bestimmte Regeln hat, als dass ich Angst habe, ein Klischee zu sein oder meinen Individualitätsfetisch zu hochhalte. Als ich verstanden habe, dass ich ein Angehöriger der menschlichen Spezies bin und dass die bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat und dass ich mich nicht schäme dafür, war viel getan. Also heute würde ich sagen, alles, was mein Leben besser macht und was es bei Leuten um mich herum auch schneller macht, sind die Momente, wo man anfängt zu sagen, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Wir brauchen erstmal gibt es bestimmte Grundbedürfnisse, die erfüllt werden, die wir uns selten alle erfüllen. Und dazu gehören eben nicht nur Essen, Trinken, Schlafen und mal irgendwie Geschlechtsverkehr haben, sondern dazu gehört ziemlich oft in sehr nahem Kontakt mit einer Gruppe zu sein. Das ist das, wo wir herkommen und so Sachen. Und nicht nur eine Gruppe, die sich irgendwie wegballert, sondern verbindlich in Verbindung zu sein mit Sachen. Das würde ich sagen, hat es besser gemacht, als ich das verstanden habe. Dass ich mich in Käfig Einzelhaltung halte, aber eigentlich, wenn ich Bock habe, mir auch eine Weide mit echt vielen Artgenossen bauen könnte, da hat sich angefangen, was nachhaltig zu verändern, wo es kein Zurück auch mehr gibt. Weil der Bauvorgang läuft die ganze Zeit weiter. Also deswegen fühle ich mich auch so safe. Weil ich merke, gibt kein Zurück mehr dahin. Und ganz kurz aber noch, weil ich das trotzdem weiter immer noch dachte, ja, das war jetzt ein Burnout und hier und da ging es dann trotzdem noch mal weiter an bestimmten Punkten. Ich hatte mir immer noch nicht das gebaut. Ne? Ich habe immer noch nicht gedacht, okay, ich brauche eine Gruppe, ich brauche ein Tribe, ich muss dahin zurückkommen, wo ich mich wirklich dauerhaft gehalten fühle. Ich merke jetzt zum Beispiel, es ist so gut für mich, wenn ich in so Show-Szenarien gehe, aber ich nehme einfach eine Freundin mit. Mhm. Ein Pferd, wenn du mit dem irgendwo hinfährst und da hat es einen Auftrag, wenn du cool bist, stellst du ihm immer ein zweites Pferd mit hin. Also ein bisschen was von diesem, was die Kardashians machen eigentlich. Ja, genau. Immer so ein bisschen, aber wirklich so das Zuhause mitnehmen und auch verstehen, was ich mir antue, wenn ich
mit jedem dieser Abschiede und mit jedem in ein neues Szenario gehen, dass es einfach eine Wucht ist für mein System und nicht nur meins, weil ich da besonders wackelig bin, sondern für das menschliche System, glaube ich tatsächlich. So, und jedenfalls habe ich das lange noch nicht verstanden und dann wurde es irgendwann nochmal so massiv, weil ich dann auch noch mein beruflich sicheres Umfeld verlassen habe und stattdessen Dokumentarfilmregie gemacht habe und die Band, was toll war, aber das war völliges Neuland. Das heißt, ich war zu Hause einsam und habe dann noch komplette neue Projekte gehabt, wo die Leute, die aber beteiligt waren, immer abends nach Hause gingen zu ihren Leuten, aber ich ja nicht zu irgendjemandem. Und da ist es dann komplett eskaliert. Und da bin ich auch in die Klinik gekommen, weil ich auf einer Depressionsseite war, auf einer Klinikseite, zum Glück, weil ich mich überhaupt schon getraut hatte, in die Richtung zu gehen durch die Psychotherapie. Und dort eben standen, wenn Sie von diesen Punkten, von diesen 20 Punkten 3 haben, kommen Sie mal. Und ich hatte 19. Und ich wusste so, okay, jetzt ist krass so. Und ich bin da hingekommen in einem völligen Ausnahmezustand. Und musste aber trotzdem noch 2 Wochen verschieben, weil ich immer noch arbeiten musste. Also nur mal zu diesem Performance-Ding. Ich konnte auch noch weiter arbeiten, ne? Also das ging. Es war eine Katastrophe gefühlsmäßig. Und davor und danach war es eine Katastrophe. Aber sobald das Ding an war, lief es natürlich. Also dieses Bild eben von Leuten, die, das werdet ihr ja auch schon 1000 Mal besprochen haben, dass die Leute gar nicht mehr funktionieren. Das ist ja eben nicht so. So, das funktionierte. Und dann bin ich dahin und dann ging eigentlich wirklich Ground Zero, war dann angesagt so. Und das Was ist da dann passiert? Na, ich bin erstmal richtig so reingefallen in dieses Ding, konnte erstmal total viel auch schlafen und hatte aber so das Gefühl, ich bin in so einem sicheren Hafen, wo jetzt alle wissen, worum es geht, angekommen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, und das ist eben auch ein Riesenthema. Ich war in der Privatklinik, weil mir das total unangenehm war. Und das kann ich auch. Erstens sieht eine Privatklinik, sorry, aber meistens viel geiler aus. Das ist so schon mal das totale Privileg, dass du da ankommst und das Gefühl hast, oh, ist ein schöner, warmer Ort. Nicht alle Kliniken haben das. Also auch da müssen wir total ran. Es kann nicht sein, dass eine Depressionsklinik-Notaufnahme so aussieht, dass du, wenn du Begleitperson bist, schon gleich noch eine Depression kriegst. Also das geht ja nicht. Und es war eine interdisziplinäre Klinik. Das heißt, in Zimmer 7 neben mir hatte irgendjemand ein Hüftgelenk ersetzt bekommen und hier nebenan hatte irgendjemand vielleicht, weiß ich nicht was, mit der Lunge oder so. Das heißt, keiner wusste, was ich hatte. Es war total wichtig für mich. Okay. Damals. Ich hoffe, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es total egal ist, ne? Aber so, und dann haben die einfach, dann war die Erstdiagnose erstmal Verdacht auf Bipolarität, weil ich manische Phasen eben auch hatte, wie wir dann später feststellten, in den krassen Arbeitsphasen, die ich hatte, wo ich einfach gar kein Schlafbedürfnis mehr entwickeln konnte, sondern auf Daueradrenalin war. Und das haben sie dann aber irgendwann, haben sie gemerkt, das stimmt irgendwie nicht. Ich habe keine, werde nicht wirklich manisch. Ich werde sozusagen nur pseudomanisch, weil ich muss. Und dann haben wir das weiter, sind wir das angegangen. Und dann habe ich irgendwann, war eben klar, ich muss Medikamente kriegen. Und das war die nächste Hürde, ne? Dass man dann dieses klassische Ding hat von, oh Gott, ich werde jemand, der sich selbst komplett verliert. Ich werde so sabbernd nur noch in der Gegend rumlaufen. Es wird nichts mehr mit dem zu tun haben, was ich vorher hatte. Will ich das wirklich angehen? Möchte ich wirklich sowas in mich reinstopfen? Und ich kann nur sagen, ich stehe diesen Medikamenten extrem gut gegenüber. Ich habe die nur ein Jahr nehmen müssen und konnte die danach ausschleichen und habe mich stabilisiert. Also mein Körper konnte das dann selber wieder. Und ich kenne aber auch Leute, die das ja ganz lange nehmen müssen. Und ich denke sehr, sehr mit sehr warmem Herzen an diese Tablettenpackung zurück, weil die war mein geliebter, mit Blumen bekrakelter Gips, der endlich gemacht hat, dass ich wieder selber laufen gelernt habe. So. Oder vielleicht zum ersten Mal sogar richtig. Wann hattest du das Gefühl, dass du in Anführungszeichen einigermaßen geheilt bist? Wie lange hat das gedauert? Danach noch ein paar Jahre. Also ich habe in der Klinik erstmal viel an einem, oder ich bin dann auch noch weiter in die Klinik gegangen zu Terminen und wir haben an einem Frühwarnsystem gearbeitet. Ne, dass man checkt, wann ich eigentlich diese Überlastung, also wann die schon viel zu groß ist. Also wirklich zu sagen, was ist ein normal Null? Und das hat schon gedauert. Dann war ich weiterhin bei der Therapeutin, bei der ich vorher war. Das war auch weiterhin ganz toll. Und eigentlich ich war bei einer Heilpraktikerin. Also mir ist in diesem ganzen Ding auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht anfangen, also das fände ich verheerend, diese Grabenkämpfe, die es in Deutschland eh schon gibt zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin, noch zu verhärten. Ich weiß, dass es gibt auf jeden Seiten, gibt es Leute, die machen das aus Ego-Gründen und das ist ein Riesenproblem und Scharlatanerie gibt es wirklich überall. Aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir das alte und das neue Wissen verknüpfen und ganzheitlich zusammenballern, sonst werden wir die Nummer nicht wuppen können. Weil eine Klinik kann mich nicht so erziehen, wie meine Heilpraktikerin mich über Jahre
super pragmatisch und klarköpfig zur Selbstfürsorge und Selbstanamnese erzogen hat. Und mit Anamnese meine ich nicht, ich weiß jetzt immer sofort, was los ist, aber ich weiß, bei mir sind Warnlampen versteckt, die leuchten irgendwo im Hintergrund und ich merke die sofort und kann verstehen, dass wenn ich jetzt weiterlaufe in 7 Wochen, was dann wie der Mond platzt. Und was ich aber mache ist, ich weiß sofort, wie ich gegensteuere. Ich weiß, jetzt brauche ich die Art von körperlicher Betätigung. Jetzt brauche ich mal wieder ganz viel Zeit mit Freunden. Jetzt brauche ich mal wieder ganz viel Zeit ohne alle. Jetzt brauche ich mal Zeit an der frischen Luft oder was weiß ich. Oder jetzt muss die Ernährung ran. Oder meine Eisenwerte. Ich spüre, wann meine Eisenwerte unten sind mittlerweile. Und auch das kann dich in ganz depressive Verstimmung bringen. Das heißt, ich habe mich so selbst kennengelernt. Und das ist zum Beispiel was die Klinik nicht geleistet hat und einfach vielleicht auch nicht dafür da ist und vielleicht auch nicht leisten kann. Mhm. Und was aber zum Beispiel eben meine Heilpraktikerin auch auf einer körperlichen Ebene hingekriegt hat. Und das ist, das hat dann ein paar Jahre gedauert und jetzt mittlerweile ist es schon länger echt gut. Wir haben jetzt in den letzten Minuten ein paar Mal so leicht deinen Beruf gestreift. Ich muss kurz gehen. Das ist jetzt zum Beispiel, brauche ich eine Pause. Prost. Ja. Ich wollte gerade anstoßen, ich meine, es macht keinen Sinn mit Wasser, aber jetzt waren wir so lange nicht mehr in den Club. Gläser sind hier halt anstoßen. Die habe ich übrigens zu Hause, fällt mir gerade ein. Bleikristall. Da geht mal einmal aus für die gleichen Scheißgläser zu Hause. Na gut. Ja, also wir wissen ja, dass Depression ziemlich egal ist, was die Betroffenen beruflich machen. Nichtsdestotrotz die Frage, glaubst du, dass dein Beruf, dieses Exponiertsein als Schauspielerin, doch ein kleiner Katalysator war für das, was passiert ist? Nö. Gar nicht? Nö. Nicht per se. Ich glaube, dass das Problem in dem beruflichen Feld ist, was der Katalysator daran ist, ist, dass das Stigma so tief sitzt, dass du in eine Kriminalisierung im Prinzip kommst, weil du von allen Seiten ausgeschreit und auch gesagt bekommst, da würde ich jetzt mal lieber nicht mehr zum Arbeitgeber gehen. Das betrifft aber nicht nur meine Branche. Ja. Es ist in meiner Branche so, dass du gehst von einem Projekt als mit einer bestimmten Hauptrolle oder sowas, gehst du zum Versicherungsarzt, stellst auch von der Schweigepflicht frei und wenn du da eben Sachen ausfüllst, landet das, also wenn ich da eingebe, ich habe Allergien beim Versicherungsarzt, dann kommt am nächsten Tag die Ausstattung zu mir und sagt, sag mal, wir wollten den Apfel geben, aber wir haben gehört, du hast Allergien, also ja, die Wege sind relativ kurz. Und ich weiß von Kollegen, die einen Burnout zum Beispiel hatten, danach wieder arbeiten wollten, in diesen Versicherungsbogen reingeschrieben, also wie gesagt, Burnout, ich nenne es eigentlich nicht mehr so, aber ne, eine psychische Erkrankung hatten, reingeschrieben haben, wahrheitsgemäß, ja, hatten sie das in den letzten 5 Jahren damit zu tun und sowas? Ja, hatten sie deswegen Ausfälle? Nein, 4 Jahre kein Job mehr. Und das ist ein Problem, das kann ich aus meiner Branche beschreiben. Ich weiß aber auch, dass es ganz viele, ganz tolle Ärzte gibt, die auch ihren Patienten sagen würden, ich würde es mal lieber nicht sagen beim Arbeitgeber und so. Also da sitzt das Problem. Und das ist branchenübergreifend. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Also wollen wir wirklich sagen, das ist die Gesellschaft, die menschliche Gruppe, in der wir leben wollen, macht das? Weil dann müssen wir nur ganz kurz festhalten, das ist Mobbing auf allerhöchstem und zwar tödlichem Niveau. Ja. Weil es heißt, entweder kannst du dazu stehen und dir helfen lassen, oder du musst entweder kriminell werden oder du läufst Gefahr, dass du stirbst. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn wir überlegen, dass eben Lehrer nicht verbeamtet werden können, wenn sie Psychotherapien zugeben, dann muss ich schon sagen, ich glaube, es hackt. Das ist der Ort, wo wir unsere Kinder hingeben. Mehrere Stunden am Tag. Diese Leute dürfen nicht sagen, wenn sie ein seelisches Problem haben, ich kümmere mich mal kurz darum, das ist der Wahnsinn in Tüten. Ich will das nur mal kurz sagen. Und das sind die Sachen, deswegen ist das für die Branche, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil so ein Set ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig exponierter Ort. Das ist irgendwie auch so eine Family, das geht. Klar, die roten Teppiche, bla, da kann man drüber reden und so. Aber das habe ich relativ früh gecheckt, dass mich das nervt. Mhm. Aber das, was es richtig hart gemacht hat, ist, dass ich die ganze Zeit als jemand, der eigentlich wirklich super gerne Steuern zahlt und sonst was, einfach wusste, es gibt ein No-Go. Ich kann nicht sagen, wer ich bin. Und du hast es ja eh schon schwer als Depressiver, das zu sagen. Du willst es eh schon nicht mitteilen. Und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, würde ich mal nicht machen. Würde ich mal nicht machen. Weil ist hier furchtbar. Und das kostet Menschenleben, bin ich total sicher. Ich weiß von vielen Leuten, die nicht in Therapie gehen. Ich konnte das immer als Selbstzahler machen, weil ich die Kohle hatte. Wenn du kassenärztlich versichert bist, es gibt viele meiner Kollegen, von denen ich weiß, dass sie nicht in Therapien gehen, weil sie Angst haben, dass es dokumentiert ist und dass es ein Nachteil daraus entsteht fürs Arbeiten. Es gibt Familien, von denen ich weiß,
wo die Kinder früh irgendwie, weiß ich nicht, wegen Autismus-Spektrum oder sowas untersucht wurden und die Ärztin den nahegelegt hat, macht das mal die Abrechnung über euch, weil, über euch Eltern, weil sonst ist der gleich im System drin. Das ist Mord. Also Totschlag, was auch immer, nennen das. Und das ist halt was, was wir uns, wo diese Karten müssen wir uns legen. Das hat, wie gesagt, nicht mit meiner Branche zu tun. Das hat einfach da was mit zu tun, ob wir komplett menschenfeindlich mit uns umgehen wollen oder nicht. Ja, also es ist alle System, miteinander, da sind alle von betroffen. Das System ist dann deutlich kranker, als du das jemals warst. Ja. Aber das, wie gesagt, ich rede nicht von das System, the system, die da oben, sonst was. Ist klar. Ich habe das mitgetragen, genau wie alle anderen. Ich habe nur keinen Bock mehr und deswegen sage ich das jetzt öffentlich. Ich weiß aber auch, 1000 Leute würden das gerne öffentlich sagen, die können es sich nicht leisten. Also das ist eine Aufgabe für uns alle, indem wir auf uns gegenseitig gucken, wie achtsam wir sind. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe für die Politik. Und es ist aber für jeden, jeder muss sich diese Frage stellen, möchte ich in einem System leben, der Kohle über Menschenleben stellt? Fertig. Und das ist ja immer, die Frage haben wir ja öfter in anderen Themen auch, aber das ist so kann man es so runterbrechen. Und als ich jetzt, ich habe das ja im SZ-Magazin gesagt, dass ich Versicherungsbetrüger war und es gab in meinem Beraterteam ganz große Bedenken, die gesagt haben, die fanden das ganze Interview ganz toll und die stehen auch hinter mir, aber es war, der Satz ist juristisch schwierig. Und ich gesagt, ja, das weiß ich. Und genau deswegen muss der da rein. Der muss schwierig sein, weil das ist das, was die Wahrheit der Sache ist. Ja. Und wir können jetzt auch tun, als wärst du, aber hoffentlich überliest es jemand. Nein, diese Leute sollen das, ich möchte wissen, wer wirft diesen ersten Stein jetzt? Welche Versicherungsabteilung stellt sich hin, bei denen ja den Leuten das genauso geht? Das sind doch auch alles Menschen, die nach Hause gehen und die ihre Täler haben und sonst was. Da stellt sich doch jetzt keiner hin und sagt, oh, Moment mal, kurz, ich komme gerade von Mittag rein, die Tür hat uns beschissen, dann machen wir doch mal. Und wenn ja, bring it on. Weil dann arbeite ich nie wieder in dieser Branche. Ist mir kackegal, dann werde ich was anderes machen. Aber das ist trotzdem krass, diese Vorsicht mit, aber es wäre Versicherungsbetrug, was ja, wie wir wissen, das Höchste ist ja das Schlimmste in Deutschland. Versicherungsbetrug, da kannst du richtig sonst 20 Kinder am Tag häckseln. Aber Versicherungsbetrug, Obacht, ne, wegen der Zahlen. Und da muss ich einfach sagen, nö, mach nicht mehr mit. Dann bin ich jetzt einer von den Panzerknackern. So. Du hast einem Bekannten von uns, guten Bekannten, Matze Hiescher, in seinem Podcast zweimal davon erzählt, dass du mit dem Thema Berührungen hast und hast da schon in einer Folge gesagt, so, pass auf, jetzt wird hier aus diesem Podcast ein Zitat rausgeholt, die Jenna ist depressiv. Mhm. Ist es passiert? Und wenn ja, kam es dann wenigstens dazu, was du da schon gehofft hast, dass es eine Diskussion befeuert? Na, das, was ich am allermeisten gehofft habe, die Diskussion ist super, aber das ist schon ein hehres Ziel, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Was ich natürlich immer habe, aber also wenn ich überhaupt rausgehe, weil mein Impuls ist gar nicht, ich gehe hier mal raus, sondern mein Impuls ist, oh, warte mal, ich habe hier was recherchiert. Ich glaube, es leuchtet mir ein. Fuck, sollte ich es vielleicht mal den anderen sagen? Das ist, wenn überhaupt, die Motivation, rauszugehen. Was aber mein allergrößter Antrieb ist, sowas zu machen, ist, ich hätte mir diese Person gewünscht, wenn ich damals Radio gehört hätte. Ich hätte gedacht, es gibt diese Person nirgendwo auf der Welt. Ja. Nur ich bin komplett wahnsinnig. Und deswegen ist das passiert, was ich mir am allermeisten gewünscht habe, ist massiv passiert, wie es bei meinen letzten Projekten immer passiert, dass Leute mir schreiben und gesagt haben, danke, dass du es gesagt hast, das war der letzte Stein, irgendwie, den ich brauchte, oder das ist jetzt der nächste Stein auf dem Weg, ich merke, es kommt, ich gehe bald in Therapie oder so. Das ist total passiert, das ist mein persönliches Payback, wo ich denke, ja, dann hat es schon gebracht. Was es natürlich gemacht hat, ist natürlich kam auch so, sie war depressiv. Aber was mittlerweile trotzdem schon passiert, ist, dass es immer in den Telefonnummern endet, was mega ist. Und dafür stelle ich meine Geschichte auch gerne zur Verfügung. Ja. Also da sage ich gerne, ganz ehrlich, solange unten irgendwie steht im Falle, falls sie Selbstmordgedanken oder sonst was haben, diese Telefonnummern einfach in der Gala stehen, fuck it, dann schmeiße ich mich da gerne auf den Marktplatz. Das ist mir kackegal. Aber deswegen, mehrere Sachen sind mit passiert und ich glaube, gar nicht, was jetzt nur die Mobs betrifft oder so, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo das Thema so vibriert und das merke ich immer ganz gut, wenn es gleich, das wird eine Riesennummer jetzt werden insgesamt, dass diese Diskussion auf ein völlig neues Level kommt jetzt. Man muss dazu sagen, um die Chronologie jetzt richtig einordnen zu können, wir befinden uns jetzt an einem Tag, Mitte April,
genau an dem Tag, an dem im SZ-Magazin das Interview mit dir erschienen ist. Die Zeitung kam, ja, vor ein paar Stunden raus. Gestern online und heute. Ja, ja. Wie sind die ersten Reaktionen? Bis auf so zwei, drei Trollgeschichten, die dann natürlich dieses, privilegierte und Champagne-Problems-Nummern haben, wo ich ehrlich gesagt, das tut kurz weh, aber natürlich weiß, das ist ja das gleiche Bewertungssystem, was du auch hast. Also ich war immer kurz davor zu schreiben, Monika? Das ist wirklich so, das sind original die Stimmen auch von der Depression. Und für solche Leute machen wir es ja auch. Machen wir die Serie extra. Also in einem cool funktionierenden System müsste auch jemand gar nicht mehr so weit kommen, dass er so fies über andere redet. Weil jemand, der so fies über andere redet, da kann ich immer hochrechnen, wie der mit sich selber spricht. Das ist noch viel schlimmer. Jemand, der so streng ist mit anderen, ist viel krasser noch mit sich. Deswegen bin ich immer so Arschgeige und denke immer so, oh, scheiße, beschreib genug. Toi, toi, toi. Das ist immer so eine ziemlich schnelle Abkürzung. Aber das Gros der Reaktion ist das, was ich mir am allermeisten erhofft habe, also in der Reihenfolge Betroffene können was damit anfangen und sagen, krass, danke, vielen Dank, ich fühle mich nicht mehr scheiße. Also ich fühle mich total scheiße, aber ich fühle mich nicht mehr, ich schäme mich nicht mehr und jetzt kann ich anders darüber denken und gehe meinen Weg. Das nächste ist Angehörige, die sagen, ach krass, okay, jetzt verstehe ich besser meine Mama, die gestorben ist letztes Jahr daran, vielen Dank. Und das Dritte, und das ist natürlich immer das Goal, was am schwierigsten ist und was aber toll wäre, ist, fangen die anderen Redaktionen anzuspringen, fängt den Leuten sich was an zu bewegen und wird das Ding so, dass es in die gesellschaftliche Diskussion noch mal krasser kippt. Ne? Also habe ich auch noch eine kleine Trägerrakete zünden können, damit es mehr besprochen wird. Ganz klar, auf irgendwelchen Arbeitsplätzen, auf irgendwelchen, also dass die Leute, dass die Gruppe in Gespräch geht und ich dann zurücktrete. So, ne? Dass das Ding in der Gruppe angekommen ist, nochmal anders. Und alle drei Facetten, glaube ich, zeichnen sich ab gerade. Aber die erste wäre die geilste. Also wenn von der ersten eine Sache funktioniert, ist mir der ganze Rest total egal. Wenn ein Mensch sagt, ich habe mich irgendwie 10 Jahre nicht getraut oder von mir ist auch ein Jahr nicht getraut oder 4 Wochen nicht getraut und eine Formulierung, die du gehabt hast, hat mir geholfen, war es wirklich komplett wert. Also es klingt jetzt, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und ich weiß so genau, wie das ist, weil ich hatte ja Leute auch, die Brotkrumen gestreut haben, die mir dann irgendwie geholfen haben. Mehr kann ich jetzt nicht mehr genau benennen, aber ich kenne diese Momente, wo man denkt, ach so, okay, krass, so. Und das ist auf jeden Fall schon passiert, ja. Es muss ja an irgendeinem Punkt eine ganz bewusste Entscheidung für dich gewesen sein, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Was war denn der letztliche Antrieb dafür und was erhoffst du dir von dieser Entscheidung dann? Es gab einen Moment, als ich einen Ärztebrief fälschen lassen musste, wo es eine Version gab für mich und für die Öffentlichkeit, falls ich einen Arbeitgeber was geben muss und wo ich zu einem Arzt gehen musste und sagen musste, wir wissen beide, was ich habe und was ich hatte, aber ich riskiere meinen Beruf dafür nicht. Ich möchte, dass sie mir 2 Fassungen geben und der auch sofort sagte, okay, machen wir. Und da bin ich so wütend geworden, dass ich gedacht habe, wenn ich mit der Nummer durch bin, das war noch relativ nah an der Klinik, wenn ich mit der Nummer durch bin, weil ich bin so privilegiert, ich sitze hier gerade in der Privatklinik und sonst was und ich kann so machen, dann kriege ich auch noch eine Fälschung und sowas. Was ist das für ein bekackter Scheiß? Ich habe da keinen Bock mehr und ich habe keinen Bock da drauf. Ich will ein anständiger, ich will in den Spiegel gucken können, ich will immer sagen können, hier, das habe ich gemacht und wenn ich ein Knöllchen kriege, gut, dann kriege ich ein Knöllchen, aber ich will nicht eine Kriminaltat machen, Kriminaltat, ich klinge auch wie so ein Opa. Aber ich will nicht ein Verbrechen machen, was ich überhaupt nicht, wozu ich, also wenn, dann will ich meine eigenen Verbrechen machen. Ich will mir dann einen Bankraub machen, damit ich irgendwas Cooles mache oder was, worauf ich Bock habe. Aber ich will nicht fremdbestimmt werden in meiner Verbrecherkarriere. So. Und ich bin eigentlich ein hochanständiger Bürger. Und das war so ein Ding, ich bin so sauer geworden, weil ich das so falsch finde. Und da, glaube ich, war der Punkt, dass ich wusste, die innere Notiz war klar, wenn ich irgendwann sicher genug stehe über eine bestimmte Zeit und ich das auch weiterhin natürlich gesellschaftspolitisch erforscht habe, werde ich dazu was sagen. Und das war heute. Ja, und es ist total toll, dass du das auch jetzt speziell in dem Umfeld machst, für uns, bei uns. Was sagen wir den Leuten noch zum Schluss? Es gibt hier diesen alten Satz mit dem
Mit dem Geisterfahrer, der so sagt, ein Geisterfahrer, das sind ja Tausende, ne? Ja. Der so. Und ehrlich gesagt, der Witz, wenn es um Depressionen geht, und man hat diese Bescheidenheit von, naja, bin ich so, da sind es die anderen. Und man denkt meistens, ja, dann wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir, würde ich hier wirklich sagen, es sind halt wirklich 1000 Geisterfahrer. Und wenn man das anfängt zu glauben, dann glaubt man auch zum ersten Mal so ein bisschen an den Riss, wo das Licht durchscheint und an die Richtung, in die man läuft. Davor dachte man immer, das kann nur eine Reflexion sein, aber ich glaube, es sind 1000 Geisterfahrer. Und dann kann man auch loslaufen. Vielen Dank. Danke auch. Das war schön hier. Nora Tschirner beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Kamera von da geklaut, aber naja, ist auch schon egal. So.